Irene und du, ihr seid sowieso ein großes Erfolgsduo. Sie hat ja schon einiges mit dir gemacht. Ich erinnere letztes Jahr an den großen Erfolg natürlich von die Lesung von Charles Dickens, eine Weihnachtsgeschichte. Und wie ist die Zusammenarbeit mit Irene überhaupt zustande gekommen? Irene war meine Schauspiellehrerin tatsächlich. Wir haben in anderthalb Jahren quasi das gemacht, was man normalerweise in drei Jahren an der Schauspielschule lernt, als Intensivtraining sozusagen. Und haben dann direkt sehr viel zusammengearbeitet. Damals noch am Schlossparktheater mit dem Solostück Der letzte Raucher. Anschließend haben wir gemacht Schmetterlinge sind frei, was für mich eine große Herausforderung war, weil ich einen Blinden gespielt habe. Da habe ich mich auch sehr, sehr lange darauf vorbereitet. Und seitdem ich das Theater eröffnet habe, habe ich sie immer und immer wieder mit ins Boot geholt. Und sie hat bisher alle Eigenproduktionen, die wir am Haus haben, inszeniert. Und der Erfolg gibt mir und insbesondere ihr Recht, dass das auch weiterhin so ist. Und da habe ich, glaube ich, auch gerade für Kunst insbesondere noch die absolut richtige Regisseurin an meiner Seite.